Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Web-Talk. Die Frage, die ich mir für diesen Web-Talk gestellt hat, lautet: Wie kann ich nur mit offenen Web-Tools ein Online-Lernangebot gestalten? Das Ziel ist also, dass wir für Lernende eine Umgebung zum Lernen, maßgeblich zum Selbstlernen, aber auch zum Austauschen, zum Vernetzen mit anderen zur Verfügung stellen wollen und weder die Lernenden noch ich als lehrende Person mich dafür irgendwo registrieren oder anmelden muss. Das ist ziemlich herausfordernd und damit ein bisschen so auch die Krone bei den ganzen verschiedenen Webtools, die wir jetzt in dieser Reihe kennengelernt haben und auch in anderen Videos schon, die schon zu finden sind, weil wir im Prinzip ein bisschen versuchen, ganz, ganz viele Tools, die wir kennengelernt haben oder die man sich noch angucken kann, wenn man das noch nicht gemacht hat, zusammenzubinden und quasi in ein Muster zusammenzupacken und sich dann zu einer sinnvollen Nutzung verwenden zu können. Und um das Ganze sich anzuschauen und zu gucken, wie das konkret aussehen kann, gebe ich zunächst mal meinen Bildschirm frei. Ihr seht hier, dass ich das in 5 Schritten geschildert habe und jeweils mit dabei sind sowohl einfachere Tools als auch ein bisschen komplexere Tools, da es mir hier heute in diesem Web-Talk vor allen Dingen darum geht zu zeigen, wie einfach das Ganze gehen kann, werde ich mir verstärkt die wirklich einfacheren Dinge angucken und zeigen, wie das damit dann einmal funktioniert, sodass man tatsächlich am Ende von dieser halben Stunde sagen kann, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass ich genau sowas auch hinkriegen kann und ein Online-Lernangebot gestalten kann, auch wenn ich vielleicht nicht einen Zugang zu einer Moodle-Lernumgebung habe oder meinen eigenen Blog oder meine eigene Webseite oder ähnliches. Also das ist so ein bisschen der Spoiler vorab. Das kann funktionieren und man kann damit ziemlich viel machen. Wenn ihr mitlesen wollt und die Sachen auch ausprobieren wollt, da sind ja einige Links drin, findet ihr das alles unter kurzelinks.de onlineformat-webtalk. Und ich zeige euch einfach erstmal kurz, um was es hier so geht, die verschiedenen Schritte, und dann gucken wir uns die Sachen nacheinander an. Also was wir im Wesentlichen brauchen, ist erstmal, dass wir irgendwo im Ort, einen Ort im Netz finden, wo sich die Lernenden sammeln können. Ich finde dieses Bild hier, was man aus der realen Welt kennt, eigentlich ganz passend dafür. Da weiß man, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann kann ich da hingehen und da treffe ich dann alle weiteren und finde die Informationen. So, dann geht es natürlich darum, dass wenn ich von Lehrendenseite denke, dass ich Inhalte zur Verfügung stellen möchte für die Lernenden im zweiten Schritt. Im dritten Schritt, das ist vor allen Dingen, wenn wir über zeitgemäße Bildung reden, natürlich so, dass es nicht nur darum geht, da sind Inhalte und die Lernenden konsumieren die jetzt, sondern ganz maßgeblich ist es eben wichtig, dass Austausch und Kollaboration stattfinden kann. Schließlich, gerade im Online-Kontext aus meiner Erfahrung her, sehr, sehr wichtig, dass die Möglichkeit da ist, auch individuell für die einzelnen Lernenden ein Coaching anzubieten, wie ich das nenne. Also zu schauen, wer kommt jetzt hier gerade nicht mehr mit, wer hat vielleicht auch ganz spezifische Fragen und wie kann ich dieser Person dann helfen. So, und schließlich, gerade im Online-Kontext, gibt es ja viele Dinge, die einen auch ablenken können vom Lernen. Man möchte dann vielleicht auch andere Dinge machen. Umso wichtiger also, dass so ein Online-Lernangebot attraktiv gestaltet ist und dass es dann eben einfach auch Spaß macht. Und auch dafür kommen dann so ein paar Ideen oder Vorschläge, wie man das machen kann. Bevor wir in die Schritte reingehen, aber nochmal ganz zum Anfang, dass man sich natürlich die Frage stellen kann, warum denn überhaupt das Ganze? Warum ist es jetzt nötig, dass wir ein Online-Lernangebot nur mit offenen Webtools gestalten? Und ich habe hier 3 Gründe aufgeführt. Das eine habe ich schon erläutert. Ich kriege es immer wieder mit, dass so Online-Lehren und Lernen zu so einer ganz, ganz großen Sache gemacht wird und Menschen mir die Rückmeldung geben, nee, das packe ich jetzt nicht, das ist sozusagen eine Stufe für mich zu hoch. Und dann kommt es ganz oft mit der Begründung, bei uns gibt es halt kein Moodle zum Beispiel oder wir haben keine andere Lernplattform. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch aus so einer Perspektive, dass jeder Mensch das Web, das Netz mitgestalten und aktiv darin sein kann, ganz wichtig zu sagen, doch, das funktioniert. Es ist auch sehr niederschwellig und sehr einfach. Man muss es einfach nur ausprobieren und machen. Der zweite Punkt ist, wenn wir mit lauter offenen Webtools ein Online-Lernangebot gestalten, dann haben wir eben gerade nicht mehr die Situation, dass wir
einen geschlossenen Bereich meistens haben oder auch eine Webseite haben, selbst wenn sie dann öffentlich da ist, wo sich alle Lernenden versammeln und da ist alles da, sondern wir haben eher, wie ich es dargestellt habe, eine Sammelstelle und über diese Sammelstelle können dann Lernende sich in verschiedenen Verlinkungen im Netz bewegen und nutzen sozusagen den gesamten virtuellen Raum als Lernumgebung, was aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Vorstellung ist, auch aus der Perspektive von digitaler Souveränität, von Medienkompetenz, wie man das bezeichnen will. Ja, und letzter Punkt, es macht einfach total viel Spaß und es ist eben gerade durch die Offenheit so, dass man eben auch direkt zugucken kann, was da gerade passiert und es fast auch schon automatisch so ist, dass Lernende zu einer aktiven Rolle kommen und mitmachen können. Also das vielleicht erstmal so als die wesentlichen Gründe, die da wichtig sind. So, als nächstes habe ich nochmal grundsätzlich ja aufgeführt Prinzipien, die wichtig sind. Auch das sind drei Stück und das erste ist aus meiner Sicht das Wichtigste an allem. Ich habe in den letzten Monaten Corona-bedingt sehr, sehr, sehr viele Anfragen gekriegt, die so im Regelfall immer so lauteten, dass man sagt, ne, Frau Hirsch, wir haben mit Ihnen doch einen Präsenzworkshop vereinbart. Der wäre gegangen von 9 bis 12 Uhr bei uns hier in der Bildungsstätte. Können wir das jetzt auch als Online-Angebot gestalten? Dann bräuchten wir also einen Videokonferenzraum und da könnten sich dann die Teilnehmenden von 9 bis 12 auch treffen. Und da ist es jetzt eben wichtig, dass man wegkommt und dass man sagt, nee, das macht tatsächlich nicht viel Sinn zu sagen, das, was man vorher Präsenz in einem Raum gemacht hat, macht man dann jetzt in einem Videokonferenzraum online, sondern dass man eher sagt, das hat dann jetzt die Möglichkeit zu sagen, dadurch, dass wir es ohnehin in ein Online-Format umgestalten, können wir auch ganz viel umändern und gucken, wie wir das vielleicht zeitgemäßer, progressiver gestalten, wie wir Menschen eine flexiblere Teilhabe ermöglichen, wie wir ein personalisiertes Lernen schaffen können und wie wir dann zu einer sinnvollen Kombination kommen von Videokonferenzraumphasen, die in meinem Modell hier tatsächlich gar nicht mal so groß gewichtet sind und eben auch anderen Phasen zum Selbstlernen, zum Austausch auch auf anderen Wegen, als es in einem Videokonferenzraum gehen würde. Dafür, das gucken wir uns nachher praktisch an, wie sich das umsetzen lässt. So, zweiter Punkt, gerade wenn wir online lernen, ist es in ganz vielen Fällen gar nicht nötig, dass ich als lehrende Person tatsächlich alle Inhalte, die ich den Lernenden zur Verfügung stellen will, extra neu produziere für dieses eine Online-Lernformat. Das ist im Prinzip auch in Präsenz-Workshops nie so, dass das quasi zwingend notwendig ist, sondern auch in Präsenz-Workshops könnte ich sagen, ich gucke erstmal, was vielleicht andere schon gemacht haben und nutze das dann weiter. Bei Online-Lernformaten liegt es aus meiner Sicht noch mal mehr auf der Hand. So, und schließlich, das ist das, was man vielleicht auch ein bisschen einschränkend sagen kann. Ich kriege immer wieder die Frage so à la, wie kann man denn dann nachweisen, was die Lernenden gemacht haben? Wie kann man denen einen Teilnahmenachweis ausstellen oder ähnliches? Dadurch, dass sich niemand irgendwo registrieren oder anmelden muss, ist es so, dass wir das Lernangebot erstmal rein auf Freiwilligkeit aufsetzen. Also es gibt nicht sowas, dass ich abhaken kann, Frau Müller hat hier also Lektion 1 bis 5 durchgemacht und kriegt dafür ihre Teilnahmebescheinigung, sondern im Wesentlichen ist mein ganzes Lernangebot ein offenes Angebot an Frau Müller und die kann sich entscheiden, macht sie die Lektion 1 und dann die Lektion 5 oder stellt sie fest, das ganze Lernangebot bringt ihr eigentlich gar nichts oder macht sie tatsächlich den vorgeschlagenen Weg von mir und geht von Lektion 1 bis 5 durch und erarbeitet sich das alles. Genau das ist aber dann was ich nicht als Einschränkung empfinde, sondern wo ich sagen würde, genau dieses aktive Lernen und die Freiwilligkeit ist ja das, wie ich eigentlich gerne möchte, dass Lernen stattfindet. Und wenn Menschen zum Präsenzworkshop kommen und dort in dem Präsenzworkshop quasi einfach nur ihre Zeit absitzen, weil sie halt irgendeine Teilnahmebescheinigung oder ähnliches brauchen, dann finde ich, können sie das gerne auch so machen, dass sie sich einschreiben in ein Online-Lernangebot, aber dann eben nichts tun oder sich nicht aktiv beteiligen. Das wäre im Prinzip das Gleiche, wie sie das im Präsenzworkshop auch machen würden, wenn sie da nur die Zeit absitzen. Also von daher ist das nicht ein großer Unterschied, aber gleichzeitig besteht eben die Chance, dass man sich aus lernenden Perspektive viel, viel besser da einbringen kann und eben genau das zum Lernen sich aussuchen kann, was für einen selbst relevant ist.
So, das ist auch dann schon genug der Vorrede und wir kommen ein bisschen zu den praktischeren Dingen. Da habe ich schon gesagt, wir brauchen das in dem ersten Schritt, dass wir eine Art Sammelstelle im virtuellen Raum haben. An dieser Sammelstelle ist wichtig, dass an einer Stelle zusammenfassend dasteht, was kann ich hier lernen, wie kann ich hier lernen, wann kann ich hier lernen, mit wem kann ich hier lernen und auch an wen kann ich mich wenden, wenn ich in irgendeiner Form Hilfe brauche. So, wie kann man das praktisch machen? Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten aufgeführt. Die einfachste Variante wäre sicherlich, ein ganz klassisches Etherpad zu nehmen. Wer das kennt, weiß, dass das eine Art kollaborative Schreibumgebung ist. Ich kann das mit einem Klick einrichten und kann dann da einfach alle Informationen eintragen, die ich sozusagen haben will. Der große Nachteil von einem Etherpad ist aber, dass ich das immer nur über den Link teilen kann und jeder, der Zugriff dann hat zu diesem Link, kann dann auch direkt daran rumschreiben und es ändern. Und gerade wenn ich Online-Lernangebote mache für Menschen, die jetzt bei dieser Sammelstelle tatsächlich das finden wollen, was mehr oder weniger fest ist und was jetzt dann auch nicht veränderbar ist und wo eben gerade nicht alle dran rumschreiben können, ist es eine gute Option, Dinge zu nehmen, die so ähnlich funktionieren wie ein Etherpad, aber die den großen Vorteil und den Zusatz haben, dass ich einen Link auch so teilen kann, dass er nicht mehr weiter bearbeitbar ist. Das bedeutet, ich als lehrende Person habe weiter wie so eine Art Etherpad-Vorlage zur Grundlage, kann da auch sagen, wenn sich irgendwas ändert, weiß ich nicht, meine Videokonferenz soll jetzt doch nicht am Donnerstag, sondern erst am Freitag stattfinden oder ich habe noch einen weiteren Link gefunden, den ich hier ergänzen will und den ich reintragen will, dann kann ich das anpassen und dann kann ich das verändern. Aber die Teilnehmenden sehen das sozusagen als eine ganz normale Webseite im Netz. Und ein Beispiel, was ich hier als das erste Tool, mit dem das tatsächlich am allereinfachsten funktioniert, das wäre writeurl.com. Man sieht es, man braucht eigentlich nicht viel erklären. Ich kann einfach ein neues Dokument anlegen, könnte dem Ganzen einen Titel geben, also zum Beispiel sagen, mein Online-Kurs. Und wenn ich niedrigschwellig gemeint habe, dann zeigt sich hier, dass ich eben sehr, sehr einfach hier oben die Leiste habe, so wie ich das auch aus anderen Schreibprogrammen gewohnt bin und kann hier umstellen und kann eben die Sachen zu den Sachen machen, wie sie dann letztendlich aussehen sollen, kann die fett machen, kann auch Bilder einfügen oder Ähnliches machen. So, und wenn ich dann alles eingetragen habe, was ich brauche, dann kann ich hier hinten auf Share gehen und finde hier eben die Möglichkeit, eine sogenannte Publish-URL zu produzieren. Und wenn ich da draufklicke, dann habe ich einen neuen Link, der sich dann öffnet. Wir haben jetzt nicht groß was geschrieben, aber man sieht es. Ich könnte hier jetzt noch lauter weitere Inhalte dazu schreiben und im Wesentlichen würden die Teilnehmenden tatsächlich nur diesen einen, also diese Inhalte sehen, die ich hier eingetragen habe, aber gar nichts drumherum, nicht die Schreibleiste oder Ähnliches. Und wie ihr jetzt auch gesehen habt, ich habe mich hier bei diesem WriteURL kein bisschen angemeldet oder registriert oder irgendwas gemacht. Und das war ja auch genau das, was wir hinkriegen wollten. Also ein erstes, sehr, sehr einfaches Tool, mit dem ich Inhalte erstellen kann und die teilen kann, ohne dass sie für andere nachträglich noch weiter bearbeitbar sind und so, dass sie eben für andere einfach als eine normale Webseite aussehen. Sowas funktioniert nicht nur mit diesem WriteURL-Tool, sondern ganz genauso auch mit CryptPad oder QuickNote, wo das ähnlich einfach ist. Wer mehr machen will und auch mehr Funktionen haben will, dem empfehle ich CodyMD oder die Plattform Glitch. Glitch ist in einem weiteren Video sehr ausführlich vorgestellt und wir gucken uns das nachher auch nochmal an. Und auch zu CodyMD gibt es ein ausführliches Video, wo man sich das angucken kann. Der große Vorteil von CodyMD oder Glitch im Vergleich zu den Sachen, die hier oben stehen, ist das, dass ich dort auch mehr Dinge einbinden kann. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, ich habe H5P-Inhalte gefunden und setze die mit dazwischen. Aber wie das genau, warum das wichtig ist, das können wir uns angucken beim zweiten Schritt. Das ist nämlich jetzt ja darum gehen soll. Ich möchte benötigte Inhalte den Lernenden zur Verfügung stellen. Am besten Fall ist es so, dass ich dazu wieder meine eingerichtete Sammelstelle nehme und dann im Prinzip drunter setze,
schaue dir als erstes dieses an, schaue dir als nächstes das an, mache dann als nächstes dieses und dann schlage ich dir noch vor, hier dazu eine Frage zu entwickeln und dich damit auseinanderzusetzen. Also von daher wird unsere Sammelstelle, die wir eingerichtet haben, dann schon zu mehr, als wir ursprünglich dachten. Es steht also nicht nur so ein allgemeiner Infotext dabei, sondern eben auch, was man damit ansonsten noch tun kann. Und dann bietet sich das natürlich an, sowas wie CodeMD oder Glitch, weil ich da mehr reinpacken kann. Aber auch mit den einfacheren Tools kann ich einfach Verlinkungen setzen und dadurch durchaus meine Online-Lernumgebung gestalten und den Teilnehmenden alle Informationen zur Verfügung stellen. Ja, ansonsten zu diesem Schritt 2, was ist da das eigentlich Wichtige? Wir haben vorher bei den Prinzipien oder bei den Grundlagen gehört, dass es gerade bei Online-Lernangeboten gar nicht so sehr darum gehen soll, zu sagen, ich erstelle alles neu, sondern erstmal zu sagen, was gibt es denn? Und darum wäre aus meiner Sicht für dieses Inhalte bereitstellen das allerwichtigste Tool aus meiner Sicht eine Suchmaschine. Es entsteht gerade, das kann ich euch auch hier zeigen, auf der Website wirlernonline.de für den schulischen Bereich eine Suchmaschine, wo man Inhalte, Methoden und Tools finden kann, was dann auch nach Fächern gefiltert werden kann oder nach Schulstufen gefiltert werden kann, ist noch im Aufbau, aber schon jetzt gibt es da ziemlich viele Sachen. Wer ansonsten im OER-Kontext aktiv ist, kennt auch noch das OER-Hörnchen vielleicht, also findbar unter oerhörnchen.de, wo man gezielt nach offenen Bildungsmaterialien suchen kann. Und das wären dann so Ausgangspunkte, wo ich sagen kann, ich muss das Rad nicht neu erfinden, sondern ich möchte jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Einstieg mache in die Open-Source-Software H5P, dann muss ich nicht selbst das Erklärvideo zu H5P erstellen, sondern ich kann gucken, hat vielleicht schon irgendjemand anders ein Erklärvideo zu H5P erstellt und mein Online-Lernangebot baue ich dann drumherum. Also, dass ich quasi in meine Sammelstelle schreibe, hier, schau dir das doch an und überlege dir dann Folgendes und mache dann die folgende Übung dazu. Was meiner Erfahrung nach sehr, sehr schön ist und was von Lernenden auch sehr gerne angenommen wird, ist, wenn ich diese Beisätze, die ich jetzt schriftlich erläutert habe, also dass ich das dazu schreiben kann, wenn ich das in einer Audio- oder sogar in einer Videoform produziere. Und auch da gibt es schöne Tools, die deshalb schön sind, weil sie offene Webtools sind, also auch hier keine Registrierung oder Anmeldung nötig ist und mir gleichzeitig nicht nur bieten, ich kann da was aufnehmen, sondern mir dann einen Link ausspucken, nachdem ich was aufgezeichnet habe, den ich dann teilen kann. Also wir können uns das am Beispiel angucken, wo Karoo für den Audioaufnahmebereich. Ganz einfache Webseite, war früher Flash-basiert, ist jetzt grundlegend umgestaltet worden und damit jetzt tatsächlich empfehlenswert. Ich kann hier draufklicken auf dieses Zeichen zur Aufnahme, gebe dann mein Mikro frei, nehme auf, bis ich sozusagen eingesprochen habe, was jetzt für mein Online-Lernangebot wichtig ist und erhalte dann einen Link, den ich einfach kopieren kann und sagen kann, ich setze das jetzt in meine Online-Lernumgebung rein, zu meiner Sammelstelle und zu meinen sonstigen Informationen. Und für Lernende ist es dann so, die müssen sich nicht nur alles durchlesen, sondern sie finden zusätzlich einen kleinen Link, wo sie einfach klicken können und sagen können, ah, jetzt hat die Nele mir nochmal erklärt, was ich hier eigentlich machen soll. Und damit ist es für mich viel besser verständlich oder viel besser einordnbar. Ja. Und so wie Vocaroo für Audiosachen ist, ist ShareIt.video für Screencast-Aufnahmen. Also gerade wenn man in einem Bereich ist, dass man zum Beispiel Online-Tools erklären will, wie ich das jetzt hier tue, kann das unwahrscheinlich viel helfen, dass man eben einfach kurz zeigt, wie was funktioniert und so eine kleine Aufnahme macht und die mit zur Verfügung stellt, ohne dass das gleich ein umfangreiches Erklärvideo sein muss. Ja, nächster Punkt, Austausch und Kollaboration zu ermöglichen, habe ich vorher schon gesagt, für mich ein ganz, ganz wesentliches Anliegen, was ja fast schon mit am wichtigsten ist, was man gucken sollte, dass das funktioniert und was aus meiner Erfahrung auch das ist, was ein Online-Lernangebot dann tatsächlich gut macht. Weil ohne diesen Austausch und ohne diese Kollaboration es doch ganz oft dazu kommt, dass Lernende dann quasi aussteigen und eben doch sagen, nee, sie kommen da jetzt nicht mehr wirklich mit voran.
Und auch hier, das Ganze muss nicht kompliziert sein. Ich weiß das, dass es Lernmanagementsysteme gibt, wo man sehr komplexe und sehr komplizierte Möglichkeiten hat, sich auszutauschen. Die haben bestimmt auch in ganz, ganz vielen Fällen ihre Berechtigung und ihren Sinn. Wenn wir jetzt aber in der Logik und in der Denke sind, zu überlegen, wie kriegen wir das möglichst Einfaches dann hin, dann ist mein Vorschlag, einfach ein Etherpad zu nehmen und es vorzustrukturieren. So ein Etherpad könnt ihr über vielfältige Installationen, die es offen im Netz gibt, euch mit einem Klick einrichten. Eine Möglichkeit wäre joped.eu von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Und wie das Ganze dann aussehen kann, habe ich euch hier in einem Beispiel verlinkt. Das ist jetzt nicht auf Joped, sondern das ist das Etherpad von der Wikimedia, weil das gerade ein Beispiel war, was ich sozusagen gemacht habe. Das war jetzt ein Online-Lernangebot darüber, wie kann man ein Online-Lernangebot gestalten. Und man sieht, die Strukturierung von diesem Etherpad ist ganz einfach. Ich habe einfach die verschiedenen Schritte genommen, die dort als Input-Sachen da waren und habe quasi den Menschen, den Lernenden, den Teilnehmern gesagt, schreibt damit rein, was für euch relevant war, was für euch für Fragen auftauchen, teilt, was ihr vielleicht auch selber gestaltet habt oder Ähnliches. Gleichzeitig konnten Fragen gestellt werden und Ähnliches. Und durch diese Möglichkeit, während man sich mit den Inhalten auseinandergesetzt hat, aus einer lernenden Perspektive, auch hier in dieses Etherpad reinzukommen und dazu nochmal was zu schreiben oder auch selbst dann, wenn man selber nicht geschrieben hat, zu lesen, was vielleicht die anderen geschrieben haben, haben mir ganz viele die Rückmeldung gegeben, dass das tatsächlich das war, was sie sozusagen motiviert hat, dabei zu bleiben und dieses Online-Lernangebot dann weiterzumachen. Was hilfreich ist hierbei, ist, wenn man gleichzeitig auch in diesem Online-Lernangebot Online-Videokonferenz in irgendeiner Form einbettet, dass man dort dann das Etherpad vorstellt, sodass man wirklich alle Menschen mitnimmt. Also hier haben wir gemacht, während der Videokonferenz sollten sich alle einmal kurz vorstellen und eintragen, sodass man sich angucken konnte, klappt das, kann ich mich hier eintragen oder habe ich irgendwie technische Schwierigkeiten mit diesem Etherpad? Das war an der Stelle nicht der Fall, aber damit ist die Hürde, dann später was reinzuschreiben, deutlich geringer. Was beim Etherpad auch schön ist, ist, dass wir hier rechts unten in der Seite ja den sogenannten Chat haben. Also sprich, den kann ich öffnen und mich mit Menschen unterhalten. Und das ist besonders dann gut, wenn so ein Online-Lernangebot nicht über einen ganz langen Zeitraum, also über mehrere Wochen läuft, sondern zum Beispiel auch nur über einen Tag, dass man startet mit einer Online-Videokonferenz. Dann kann man sich selbst mit den Inhalten auseinandersetzen und am Ende ist dann nochmal ein Abschluss. Dann kann man davon ausgehen, dass fast immer irgendjemand hier in diesem Etherpad aktiv ist und es also auch möglich ist, mal kurz eine Frage hier im Chat zu stellen und hierüber dann eine Antwort zu kriegen. Ja, das Zweite habe ich jetzt schon grob angesprochen. Hilfreich ist es natürlich immer dann zu sagen, wenn man so ein Online-Lernangebot beginnt, auch so eine Art Kennenlern-Videokonferenz zu machen. Da ist meine Erfahrung, dass es wichtig ist, nicht mit falschen Erwartungen ranzugehen. Menschen wählen sich normalerweise in so eine Videokonferenz ein, weil sie sagen, jetzt kriege ich also Input. Und da hat es für mich sehr geholfen, eben deutlich zu machen, nein, du kriegst jetzt nicht den Input, sondern es geht darum, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns austauschen, dass wir wissen, wer in diesem Online-Lernangebot mit dabei ist und den Input. Also wie funktioniert das dann genau und was ist die Aufgabe und wie kann ich hier vorgehen, ist ja tatsächlich viel, viel einfacher, wenn man sich das im eigenen Rhythmus dann angucken kann, auch dann, wenn man tatsächlich auch in Ruhe Zeit hat. Als Videokonferenz-Tools empfehle ich, wenn man im Open-Source-Bereich was sucht, den Link senfcall.de. Das ist eine Initiative von Studierenden aus Darmstadt, die Big Blue Button für eine offene und freie Nutzung zur Verfügung stellen gegen Spendenmöglichkeit. Also man kann das auch einfach erstmal so nutzen. Wenn man sagt, das ist ein cooles Angebot, das will ich mit unterstützen, gibt es direkt einen Spendenbutton, wo man dann sozusagen was in die Serverkasse reinschmeißen kann, sodass das Angebot auch längerfristiger bestehen bleibt. Und die Alternative dann zu Videokonferenzen, was ich immer wieder feststelle, was tatsächlich ganz gut ist, wenn man in einem Bereich, also
Lernangebote macht, wo Menschen nicht mit schnellem Internet die Möglichkeit haben, das zu nutzen, dann hilft es tatsächlich auch nur auf Audiokonferenzen umzuschalten. Und ein sehr, sehr schönes Tool hierfür ist morning.fm, wo man auch mit einem Klick dann seine Audiokonferenz eingerichtet hat und was meiner Erfahrung nach sehr, sehr stabil funktioniert. Ja, und dann gibt es natürlich ganz viele weitere Ideen, was man machen kann, um Austausch und Kollaboration voranzutreiben und da Sachen zu machen. Schön finde ich, am Anfang sowas zu machen wie, was sind relevante Themen, Fragen für dich? Da sind zum Beispiel die Tools Flingafi oder auch Onku sehr geeignet, die beide nicht kompliziert sind, sich anzugucken. Und mindestens für Flingafi gibt es auch in dieser Reihe ein Video, was man sich angucken kann. Andere Möglichkeiten sind, die Teilnehmenden zu fragen, gestalte doch so eine Mini-Über-Dich-Webseite. Da gibt es zum Beispiel das Tool Telegraph, wo man ganz einfach so eine Mini-Webseite machen kann, ohne sich anzumelden. Oder auch, was ich ganz schön finde, ist mit dem Kanban-Board zu arbeiten, was man sich vorstrukturieren kann und quasi Kanban so umdefiniert, dass für jede Spalte der Name von einer teilnehmenden Person da ist. Das habe ich euch hier als ein Beispiel gemacht. Also man würde dann die Vorgabe geben, schreibe doch 3 Karten zu dir über Beruf, über dein Interesse und was sonst noch für dich wichtig ist. Und dann könnten die Teilnehmenden sozusagen ihre Spalten ausfüllen, aber gleichzeitig auch gucken, was andere in irgendeiner Form schildern oder dort eintragen. Und man kann sich auch auf so eine Art und Weise kennenlernen und ein bisschen mitkriegen, was man sozusagen, mit wem man es da zu tun hat. Das ist einrichtbar über cryptpad.fr und dann einfach das Kanban-Board wählen. Ja, eine andere Möglichkeit, die ich ganz schön finde, ist, wenn man bei Flinger nicht mit der Wall arbeitet, sondern mit dem Whiteboard, dann gibt es die Option, Teilnehmenden zu sagen, mach doch eine Art Selbsteinordnung von dir selber. Das habe ich hier als ein Beispiel mal visualisiert. Da könnte man sagen, man schickt sich hier oben, man sucht also sich als Person aus. Ich wäre jetzt der Teilnehmer Max zum Beispiel in diesem Falle. Und Max könnte sich dann hier in diesem Koordinatensystem einordnen. Das ist jetzt ein Beispiel, wenn es um Bildung für nachhaltige Entwicklung geht und um Open Educational Resources, könnte der Max also sagen, ich habe sehr große Kenntnisse zu Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber eher nur sehr geringe Kenntnisse zu Open Educational Resources und würde sich dann in diesem Koordinatensystem hier verorten. Genauso würden die anderen Teilnehmenden mit dazukommen und so hat man so ein kleiner Überblick, wer steht denn irgendwo wo. Und genauso wie ich hier jetzt so ein kleines Koordinatensystem gemacht habe, gehen natürlich auch ganz andere Sachen, die man machen kann. Also von deinem Charakter her, bist du eher pessimistisch oder optimistisch? Bist du eher zupackend oder eben nicht? Oder auch ganz andere Sachen. Und man kann sich dann in diesem Raum selbst hinsetzen, wo man sich sozusagen als Person sieht. Und dadurch, dass die anderen Teilnehmenden mit drauf gucken können, entsteht so eine Art Mini-Gruppengefühl, wenn man weiß, wie ordnet man die unterschiedlichen Menschen ein. So, das sind nur ein paar Ideen, die zeigen sollen, diese Kollaborations- und Austauschsachen. Sicherlich, es ist schön, auch eine Videokonferenz zu machen, weil darüber bestimmt ein sehr direkter und sehr schneller Austausch möglich ist. Gleichzeitig gibt es aber noch viele, viele weitere Sachen, insbesondere dieses Etherpad als eine Grundlage, was man über das ganze Online-Lernangebot verwenden kann und dann eben auch weitere Dinge, die hier jetzt nur als einzelne Ideen geschildert sind. So, für den vierten Schritt, biete Coaching an, brauchen wir eigentlich gar keine Tools im eigentlichen Sinne. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht hier tatsächlich, dass man Teilnehmende dazu ermutigt, sich zu melden. Meine Erfahrung mit Online-Lernangeboten in der letzten Zeit ist immer die, dass es eine große Hürde ist zu sagen, ich schreibe einfach mal schnell eine Mail und frage nach, wie das denn jetzt funktioniert, sondern dass man eher so auf offizielle Gelegenheiten wartet und dann da erstmal Fragen stellt. So. Gleichzeitig ist es aber so, dass es natürlich viel mehr hilft, wenn eine bestimmte Person Nachfragen hat und nicht weiterkommt an irgendeiner bestimmten Stelle, aber das für die anderen überhaupt gar nicht so ist, dann kann ich durch so ein direktes Telefonat, was ich mit dir mache
oder auch, dass ich mich mit ihr direkt in einem Videokonferenzraum treffe, viel, viel mehr und viel, viel besser natürlich helfen, als wenn das in einer ganz, ganz großen Gruppe wäre. Und dieses Coaching und individuelle Unterstützung ist dann auch tatsächlich das, was ich sehr, sehr häufig als Rückmeldung bekommen habe von Lernenden, die sich eher als digital weniger affin bezeichnen würden, die mir rückgemeldet haben, ja, also in dieser Videokonferenz insgesamt, da hätte ich mich bestimmt nicht zu fragen getraut, wie das jetzt richtig funktioniert mit diesem Mikro oder wie das richtig funktioniert mit dieser Bildungsmaterialerstellung, weil ich will ja nicht alle aufhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz verbreitetes Gefühl in Online-Videokonferenzen, dass Menschen mehr noch als in einem Präsenzworkshop so den Eindruck haben, ja, sie halten auf, wenn sie was nachfragen. Ist ja auch faktisch so, weil dann tatsächlich das erklärt wird und alle anderen direkt mit dabei sind und eben schwieriger irgendwie wegkommen können. Aber gleichzeitig sollen die natürlich zu ihrem Recht kommen und es ist wichtig, genau bestimmte Dinge dann auch zu erklären. Und da ist diese Zusatzebene, während ein Online-Lernangebot anzubieten. Ich bin ansprechbar, melde dich bei mir, lass uns zu zweit offene Fragen, Unklarheiten klären, ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz zielführende Sache. Und als Möglichkeiten hatte ich vorher schon Senfcall genannt, wo ich ganz einfach einen Videokonferenzraum erstellen kann, basierend auf BigBlueButton. Das geht dann natürlich auch für diese Variante. Die Alternative ist, Jitsi Meet als ein Videokonferenztool zu verwenden, was in der Größenordnung, also wenn ich mich nur mit einer anderen Person treffe, dann tatsächlich ja auch stabil ist und da keine Schwierigkeiten da sind. Über den Link jitsi-random-redirect.de komme ich automatisch zu einer nicht überlasteten Jitsi-Instanz, kann da dann einen Raum einrichten und den Raum mit der Person teilen, mit der ich mich gerade treffen will. Also das ist eine ganz komfortable Möglichkeit. Ja, letzter Punkt, nur noch ganz schnell in den letzten Minuten einen Blick drauf zu werfen. Lernen macht Spaß. Die einfachsten Varianten, wie man so ein Online-Lernangebot so ein bisschen aufmotzen kann, ist, glaube ich, zu sagen, Emojis reinzusetzen, vielleicht auch nach GIFs zu recherchieren und die mit dazu zu setzen, bestimmte Inhalte als ein Meme auch zum Ausdruck zu bringen oder ähnliches. Das sind einfach Dinge, wo man so von der Internetkultur, von der Netzkultur Anleihen zieht, die in ein Online-Lernangebot reinpacken und das Ganze dann doch sympathischer, offener, freundlicher gestaltet für die Lernenden. Ein weiteres schönes Tool, was ich hier verlinkt habe, ist die Tagesnachricht. Da kann man mehrere Nachrichten hintereinander im Vorfeld eingeben und jedes Mal, man kriegt dann einen Link, den man mit den Lernenden teilen kann und jedes Mal, wenn die dann den Link aufrufen, wird ihnen 24 Stunden später die nächste Nachricht angezeigt. Also sowas zu machen wie kleine Motivationsschnipsel, die einen Tag nach dem anderen dann sozusagen gestreut werden und abgerufen werden können. Das ist auch so ein nettes kleines Add-on, was für so ein Online-Lernformat einsetzbar ist und was sehr, sehr einfach gestaltbar ist und was dann vor allen Dingen auch personalisiert ist für die Lernenden, weil sie das immer direkt 24 Stunden danach kriegen, wenn sie das sozusagen das letzte Mal geöffnet haben. So, was immer geht, ist, dass Lernende natürlich ganz viel auch selbst gestalten und selbst machen. Wir haben vorher dieses Beispiel gesehen bei Austausch und Kollaboration, dass sie in so einem Kanban-Board eine Spalte machen. Gleichzeitig geht es natürlich auch zu sagen, entwickeln Avatar. Da habe ich hier ein kleines Tool damit verlinkt. Oder es gibt noch viele, viele andere Sachen, wo man aktiv online was gestalten kann, wo es Online-Tools dafür gibt, wo man einfach sich mal durchklicken kann, was möglich ist. Und da ist die beste Quelle dieser Link DS106, den ich hier verlinkt habe, der ein englischsprachiger, offener Online-Kurs ist zur aktiven Netzgestaltung, wo jeden Tag eine Herausforderung mehr oder weniger zur Verfügung gestellt wird, die man dann bewältigen kann. Das muss man gar nicht eins zu eins in seinen Kurs übertragen oder in sein Online-Lernangebot übertragen, sondern es geht eher darum, man kann die ganze Datenbank mal durchgucken und kriegt dann einfach ganz viele Inspirationen oder ganz viele Ideen, die man nutzen kann. Ansonsten habe ich noch zwei weitere Links. Es gibt ein Tool, wo man so ein Mini-Wohnzimmer gestalten kann, was dann mit Audio-Unterstützung ist, um sich zu unterhalten. Oder von Mozilla gibt es auch die Möglichkeit, so eine kleine virtuelle Welt zu gestalten, sich selbst als Mini
Monster oder Mini-Avatar reinzusetzen und dann durch diese Welt zu marschieren und da auch andere Teilnehmende zu treffen. Und da sind wir dann tatsächlich schon so, dass man sieht, ist schon ziemlich viel, was da tatsächlich möglich ist, ohne dass ich, und so weit sind wir jetzt, so sind wir ja immer noch, ohne dass ich mich irgendwo was installieren musste oder dass ich irgendwo was registrieren musste. Alles funktioniert einfach als offene Webtools und kann so weiter genutzt werden. Ja, letzter Punkt. Jetzt habe ich ganz viel an Einzeldingen geschildert, wie man das aufbauen kann und was es für verschiedenste Tools gibt. Man kann das Ganze auch noch ein Ticken einfacher machen. Und zwar gibt es auf Glitch eine Vorlage, die man nutzen kann, wo diese verschiedensten Elemente, also Sammelstelle, Kollaboration, inklusive Online-Videokonferenzraum und eben Input geben in Form von Lerninhalten, zusammengefasst da sind, was man sich ganz einfach remixen kann und umgestalten kann. Den Link seht ihr hier, online-lernangebot-muster.glitch.me. Ich kann euch das hier noch einmal zeigen. Ist also auch ganz einfach aufgemacht. Man kann hier oben seine eigene Beschreibung ein bisschen reinsetzen und hat dann erste Links gleichzeitig auch so, wie so ein Online-Lernangebot gestaltbar ist. Also erstmal ein bisschen Orientierung zu bieten, einen Einstieg zu machen, vielleicht eine Videokonferenz zu machen, Übungen, Lerninhalte zur Verfügung zu stellen und am Ende ein Fazit zu ziehen. Und man kann als externe Links eben den Videokonferenzraum mit verlinken, eine kollaborative Schreibumgebung, also zum Beispiel so ein Etherpad verlinken und auch diese Coaching-Variante wahrnehmen, weil man hier eine Mailadresse bei Fragen eingeben kann. Und wenn ihr das weiter nutzen wollt, das ist quasi offen veröffentlicht, gibt es hier unten den Button Remix on Glitch. Mit Remix on Glitch wird das gesamte Projekt, was auf Glitch da jetzt dasteht, mit diesen exemplarischen Texten ohne was drin, also ohne wirkliche Inhalte drin, gesamt kopiert, neu zur Verfügung gestellt unter einem neuen Link. Es ist Schritt für Schritt beschrieben, was ich hier machen kann. Und das Schöne ist tatsächlich, wenn ich hier reingehe und mir die einzelnen Seiten angucke, dass die nicht in HTML, sondern in Markdown geschrieben sind. Also das, wenn man jetzt hier sieht, als Einstieg diesen ersten Mustertext da hier steht, ist es, glaube ich, für niemanden von euch, der ihr hier jetzt zuhört und euch das anguckt, schwierig zu sagen oder zu sagen, das kriege ich nicht hin, daraus dann jetzt meinen eigenen Text zu schreiben, weil ich im Prinzip das nur aufrufen muss, hier das einmal starten muss, dass ich auf Markdown klicke, dass ich schreiben kann und dann kann ich meine eigenen Inhalte eintragen. Ja, soweit vielleicht als ein erster Überblick dazu, was man alles machen kann mit offenen Webtools, wie viel man da hinkriegen kann, wenn man ein offenes Lernangebot gestalten kann. Das ging jetzt natürlich sehr zügig einmal durch und man müsste sicherlich die einzelnen Links nochmal vertiefen und sich genauer angucken, wie funktioniert jetzt jeweils jedes Tool. Das war nicht die Herausforderung, der ich mich gestellt habe jetzt in diesem Webtalk, sondern es ging für mich erstmal darum zu zeigen, was ist denn insgesamt möglich und beziehungsweise überhaupt zu zeigen, es ist möglich, das nur mit offenen Online-Tools zu gestalten und zum Online-Lernangebot zu kommen. Und wie gesagt, für viele von den Tools, die jetzt hier nur so stichwortartig erwähnt wurden, gibt es weitere Webtalk-Reihen, wo man dann auch ausführlicher eingeführt wird. Aber ansonsten ist die einfachste Variante, das als simpel eingestufte Tool zu nehmen, also zum Beispiel dieses Write-URL, was ich geschildert hatte, und damit einfach mal zu beginnen und zu probieren, kriege ich das genauso hin, aus diesen verschiedenen Elementen mit diesen verschiedenen Tools zum Online-Lernangebot zu kommen, das mit Lernenden zu teilen und dann eben aktives Lernen basierend auf Freiwilligkeit durchzuführen. Ja, das als Überblick. Ich freue mich, wenn ihr informiert oder berichtet und teilt von euren Erfahrungen und wünsche zunächst erstmal ganz viel Spaß beim Ausprobieren.